Hier ist der Frederik von Freehoots World und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu meinem neuesten Video. In diesem Video geht es wieder mal um einen GPS-Finder. Und zwar, wer so ein bisschen meinen Kanal verfolgt hat in letzter Zeit, weiß, dass ich sehr, sehr gerne wandern gehe. Auf Instagram gibt es zum Beispiel regelmäßig Bilder von meinen Wanderungen. So schön das Wandern auch ist, oftmals ist man halt gerade jetzt zu Corona-Zeiten alleine unterwegs und zwangsläufig stellt man sich irgendwann die Frage nach dem Thema Sicherheit. Es kann ja immer passieren, dass man mal umknickt, dass das Wildschwein einen irgendwie anrennt oder was auch immer. Jedenfalls würde man gegebenenfalls alleine im Wald liegen. Niemand wüsste, wo man liegt und die Rettung wäre dementsprechend schwierig. Also habe ich mir jetzt ein paar Gedanken gemacht, was kann man denn da eigentlich machen, damit man gegebenenfalls ein bisschen mehr Sicherheit beim Wandern hat. Eingefallen ist mir ein Video, was ich schon vor einiger Zeit gemacht habe. Und zwar ging es da um einen GPS-Tracker für Senioren. Der hieß irgendwie irgendwas mit Silber. Da oben findet ihr das Video. Schaut es euch gerne einfach nochmal an. Habe ich mir also Gedanken gemacht über das Thema GPS-Tracker. Habe mich so ein bisschen umgeschaut bei Amazon und habe das gefunden. Dieses Ding ist schon eine Zeit lang auf dem Markt, ist jetzt keine Neuheit, ist aber bei Amazon super, super gut bewertet. Was habe ich gemacht? Ich habe diese Firma, deren Name, ich glaube, der heißt Pi. Wir nennen es einfach mal Pi für das Video. Ich habe dir angeschrieben, habe gesagt, wow, cooler GPS-Tracker, ich würde das Ding gerne mal ausprobieren und gerne auch ein Video drüber machen. Vorteil hierbei ist, das Ganze kommt aus Deutschland und es gibt viele GPS-Tracker, aber man hat ja jetzt doch nicht so ein super gutes Gefühl, wenn man jetzt irgendwie die Server in China stehen hat, was dann mit seinen Daten ist. Keine Ahnung, ich bin gerade im Wald unterwegs, zeitgleich wird die Bude ausgeräumt, da steht ja keiner drauf und deswegen wollte ich einfach mal ja was vermeintlich Seriöses und bin bei Pi gelandet und habe für mich den Allround Finder entdeckt. Also die Firma angeschrieben, die haben gesagt, ja hier hast du, guck dir das Ding mal an, kannst du ruhig mal testen, mach mal ein Video, passt schon. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Gesagt, getan. Ich habe das Ding nach Hause bekommen. Habe meine erste Wanderung gemacht. Meine erste Wanderung mit dem GPS-Tracker waren 53 Kilometer. Hat super gut funktioniert. Meine Frau hat mich sogar zwischendurch angerufen. Oh cool, du bist jetzt gerade da und da. Du bist da und da. Ich sehe dich. War total begeistert. Und was soll ich sagen? Ich nehme das Fazit so ein bisschen vorweg. Das Ding ist perfekt. Basta. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen den Inhalt der Box an. Erst natürlich wieder von außen. Ihr seht, es gibt von dieser Firma Pi ganz viele verschiedene GPS-Tracker. Wir haben da zum Beispiel ein Auto, wir haben hier ein Auto abgebildet. Man kann also auch sein Auto tracken. Da gibt es magnetische GPS-Tracker. Man kann sein Kind tracken. Man kann alles tracken. Einfach. Man kann sein Fahrrad tracken. Man kann seinen Rucksack tracken. Oder gegebenenfalls auch einen Koffer. Ist ja ganz interessant. Ihr fahrt in Urlaub, möchtet wissen, wo ist eigentlich mein Koffer geblieben? Da haut da hier so ein GPS-Finder rein. Da haut er hier so ein GPS-Finder rein und ihr wisst immer Bescheid. Das wollte ich euch sagen. Also, ich verlinke euch natürlich die Seite, ich verlinke euch das Produkt und ich verlinke euch auch den Pi-Shop bei Amazon. Guckt es euch an, es gibt wirklich
für jeden Einsatzbereich irgendeinen Tracker. Total gut. Warum habe ich mich für diesen entschieden, sage ich euch gleich. Wir haben hier hinten noch so ein paar Highlights, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Man kann sich live orten lassen per App. Das habe ich euch gerade gesagt, hat meine Frau gemacht. Exzellenter GPS-Empfang ist tatsächlich so. Und jetzt kommt das Hauptkriterium. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wir haben hier 20 Tage Akkulaufzeit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ganz viele GPS-Tracker, kleine von Schlüsselbund und was weiß ich was alles. Die tracken dich dann genau 6 Stunden lang und dann bist du nämlich von der Bildfläche verschwunden und das war's dann. Hier, wie gesagt, die Möglichkeit, mit einer Akkuladung sich 20 Tage tracken zu lassen. Und ich kann so viel auch schon sagen, bei meiner Wanderung, 53 Kilometer weit, hat ungefähr 8,5 Stunden gedauert, hat der GPS-Tracker nämlich genau von 100% null verloren. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Wir haben hier noch einen 100 Tage Streckenspeicher. Das heißt, ich kann auch in über 3 Monaten noch sehen, wann ich wo langgelaufen bin, beziehungsweise wann mein geklautes Auto wo langgefahren ist, wann mein geklauter Koffer, wo der rumgeflogen ist in der Welt, wo mein Kind langläuft, wo es langgelaufen ist, wo die Oma langläuft, wo mein Fahrrad langgefahren ist und so weiter und so fort. Super gute Sache. Was auch ganz schön ist, wir haben eine Datenverbindung in 134 Ländern. Ich muss dazu sagen, in dem Allroundfinder ist eine M2M-Karte integriert. Das ist nichts anderes als eine ganz normale SIM-Karte, die funkt im 2G-Netz, dazu sage ich aber später noch was. Und ihr habt eine Datenverbindung in 134 Ländern. Das Ding funktioniert also nicht nur in Deutschland oder sonst wo, sondern fast überall auf der Welt. Funktionen, die Grundfunktionen sind ein Erschütterungsalarm, ein SOS-Alarm, ein Radiusalarm und ein Geschwindigkeitsalarm. Alles für sich sehr, sehr gute Sachen. Erschütterungsalarm zum Beispiel, stellt euch vor, ihr geht wie ich wandern, knallt einen Hang runter. Im schlimmsten Falle seid ihr tot, aber man weiß wenigstens noch, wo ihr liegt. Durch diesen Erschütterungsalarm. Ich habe das alles getestet. Ich habe das Ding jetzt nicht irgendwie durch den Wald geworfen, sondern einfach mal, es reicht, wenn man es in die Hand nimmt, so ein bisschen hoch und runter. Und dann bekommen bestimmte Empfänger, ihr könnt da selber eure E-Mail-Adresse eintragen, ihr könnt auch von irgendwelchen Kontaktpersonen die E-Mail-Adresse eintragen. Die bekommen dann sofort eine Meldung, du, da war eine Erschütterung am GPS-Tracker, guck doch da mal nach, ruf mal an, was auch immer. Was auch sehr schön ist, wir haben einen SOS-Alarm. Das heißt, wir haben seitlich, zeig euch gleich die SOS-Taste noch, wir haben seitlich am Tracker eine Taste, die ist total leicht zu drücken, die drückt ihr 3 Sekunden lang und sofort gehen wieder Meldungen raus, da ist Gefahr, guck mal nach, ruf mich mal an, wie auch immer. Als nächstes haben wir einen Radius-Alarm. Das ist eine ganz, ganz coole Sache, zeige ich euch nachher auch noch live. Wir haben eine Landkarte, der Tracker hat einen Standort, der ist natürlich in der Karte hervorgehoben. Dann habe ich die Möglichkeit, einfach mit 2 Fingern einen Radius zu ziehen, wenn ihr zum Beispiel eurem Kind sagen möchtet, du gehst nur, keine Ahnung, bis dahin, das nächste Viertel ist für dich tabu, dann zeichnet ihr einfach vorher auf der Karte so einen kleinen Radius. Wenn das Kind diesen Radius verlässt, dann hast du hier Alarm. Kind ist in den Nachbarbezirk gelaufen oder wohin auch immer. Dann haben wir noch einen Geschwindigkeitsalarm. Das ist natürlich sehr schön für Autos. Wenn ich das Ding an mein Auto, in meinem Auto deponiere oder an meinem Auto befestige und jemand fährt damit los, was weiß ich, gebe ich den Geschwindigkeitsalarm ein. Bitte gib mir ab 10 km/h eine Meldung und du weißt sofort, Auto ist in Bewegung, sollte es aber nicht sein.
Augen auf, Polizei anrufen. Sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir uns den Verpackungsinhalt an. So sieht das aus. Wir haben hier einmal kostenlos. Wenn ihr euch diesen Finder kauft, könnt ihr einmal ein Geschenkeset von Rituals bekommen. Ist in der Verpackung mit bei. Wir haben einmal ein gutes, sehr, sehr gutes Handbuch. Übrigens auch auf Deutsch. Wir haben einen, ja, was ist das hier, so ein Ledertäschlein für euren Tracker. Und dann haben wir hier das eigentliche Gute. Wir haben den Tracker. Eieiei. Wir haben den Tracker. Wir haben ein Micro-USB-Kabel und wir haben ein Netzteil zum Aufladen. Hier ist der gute Tracker. Sieht so aus. Die Maße könnte ich vielleicht noch irgendwo rauskriegen. Das wäre nicht schlecht, wenn ich euch die noch sagen könnte. Also ist nicht größer als eine Zigarettenschachtel. Da. Steht das hier irgendwo? Steht das hier irgendwo? Genau, die Abmessungen sind 10 x 6 cm hoch, 6,3 cm breit und 2,2 cm dick. Das gute Stück wiegt 140 Gramm. Also, wenn ihr es zum Wandern mitnehmt, wenn ihr es eurem Kind mitgibt, braucht ihr keine Sorgen haben, dass man sich da irgendwie einen Bruch hebt. Dann haben wir Standby-Zeit bis zu 20 Tage, habe ich euch gesagt. GPS-Genauigkeit bis zu 5 Meter. Was haben wir noch? Netzwerk, GSM, GPRS und ansonsten waren das die technischen Daten. Das gute Stück funktioniert mit 2G. Und man hört ja immer so Schreckensmeldungen. Bah, 3G wurde abgeschaltet oder wird abgeschaltet demnächst. Dann ist ja 2G auch weg. Und das ist genau nämlich nicht der Fall. 2G bleibt bestehen. Ihr könnt euch das gerne mal angucken. Vielleicht baue ich euch auch jetzt gerade eine Seite ein oder ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall gibt es seitens der Bundesregierung gerade überhaupt kein Enddatum für 2G. Es ist da nichts beschlossen. Ich glaube sogar, es gibt eine Stellungnahme der Bundesregierung, dass der 2G-Empfang bestehen bleibt für die nächsten Jahre. Wie gesagt, keine Bemühungen, das irgendwie abzuschalten. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr euch diesen Tracker kauft, dass in einem halben Jahr ihr das Ding wegschmeißen könnt, weil das 2G-Netz abgeschaltet ist. Das ist nicht so. Sole, ich habe noch bekommen, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Zugabe war von der Firma Pi oder ob das dazugehört. Ich glaube, das gehört eher nicht dazu. Das ist so ein Hardcase. Das heißt, ihr könnt euren GPS-Tracker hier reintun und braucht dann tatsächlich keine Angst mehr zu haben, dass der irgendwie nass wird, kaputt geht oder sonst was. Alles gut. Ja, das USB-Kabel, das ist tatsächlich mein einziger Kritikpunkt am gesamten Produkt. Wir haben hier tatsächlich, ob ich euch das zeigen kann, ich weiß es nicht. Wir haben hier tatsächlich einen Micro-USB-Anschluss. Mittlerweile hat man eigentlich bei jedem Handy USB Typ C, aber ist halt so. Ihr braucht das Ding unterwegs nicht nachladen, also braucht auch keine Angst zu haben, dass irgendwie ihr jetzt das Kabel noch mitschleifen müsst. Wie gesagt, es hält 20 Tage. Hier ist dann noch der Netzstecker, hat eigentlich jeder zu Hause, ihr könnt es auch über einen PC aufladen. Wie auch immer ihr das möchtet. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns noch die
Rückseite vom GPS-Tracker an. Da seht ihr noch mal ein paar Herstellerdaten. Dann habe ich hier neben, so eine kleine Klappe. Kann das hier aufmachen. Ja, man braucht ein paar Fingernägel dazu. Und dann gibt sich dieses frei. Ihr seht, ihr könnt hier den Allround Finder aufladen. Was ist das hier für ein Knopf? Ach, da genau. Man kann ihn an- und ausschalten. Das ist dieser kleine Knopf da. Und wir haben hier noch die SOS-Taste. Diese hier. Ich glaube, ihr seht sie nicht, aber egal. Und auf der anderen Seite haben wir genauso eine Klappe. Was passiert zuerst? Die Klappe geht auf oder der Fingernagel ist ab? Genau, hier ist die andere Klappe geöffnet und ihr seht hier die eingelegte SIM-Karte. Das ist schon alles. Ihr seht, manchmal blinkt er hier so grün und blau und grün. Und dann werfen wir noch ganz kurz einen Blick in die Bedienungsanleitung, denn was hilft mir das beste Gerät, wenn ich es nicht bedienen kann? Wir schauen genau einmal den Lieferumfang. Da seht ihr noch mal, was alles dabei ist. Wie das Ganze aktiviert wird. Und dann haben wir hier die Bedeutung der LED-Leuchten. Die blaue LED blinkt alle 2 bis 3 Sekunden. GPS-Empfang ist vorhanden. Die grüne LED blinkt alle 2 bis 3 Sekunden. GPRS-Signal ist vorhanden. Ihr seht, ihr braucht also keine Angst zu haben, dass ihr damit nicht zurechtkommt. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Anleitung. Alles ist erklärt. Technische Daten. Es ist eigentlich total easy. Hier habt ihr noch mal ein paar Infos bezüglich der Aktivierung. So, wie bei allen GPS-Trackern ist es so, dass man natürlich einen kleinen Obolus abdrücken muss für die Benutzung der SIM-Karte. Und diese Modelle und wie die App funktioniert und alles weitere zum Pi Allround Finder zeige ich euch jetzt. Jetzt gucken wir uns noch das Online Finder Portal an, beziehungsweise die dazugehörige App. Und ihr seht eine Karte und ihr seht mich ganz klein und ihr seht den Ort, wo der Allround Finder sich gerade befindet. Wir können hier reinzoomen, rauszoomen. Ist halt so ungefähr wie Google Maps, alles da, alles passt. Dann haben wir hier oben ein Zahnradsymbol und da können wir uns, wir können uns auch die Karte angucken, genau. Wir können uns Statistiken angucken. Hier sehen wir Geschwindigkeit und Information. Bleiben wir erstmal bei Geschwindigkeit. Ihr seht hier so um den 27., 28. rum einen Ausschlag. Den gucken wir uns mal genauer an. Ihr habt die Möglichkeit für die letzten 7 Tage, ihr seht das alles selber. Ihr könnt euch hier den Datumsbereich aussuchen, den ihr wollt. Und das ist jetzt tatsächlich die Geschwindigkeitsübersicht für meine 50 Kilometer Wanderung am 27.02. Ihr seht,
Ganz eindeutig, im Durchschnitt waren das 6 km/h. Das hat übrigens auch Komoot bestätigt und das hat auch meine Huawei Smartwatch bestätigt. Überall lag ich knapp über 6 km/h. Das ist auch hier so. Was ich damit sagen will, die Angaben sind auf jeden Fall sehr verlässlich. Echtzeit sehen wir nichts, weil mein Allround-Finder gerade neben mir liegt und sich nicht bewegt. Dann haben wir hier auf der rechten Seite Informationen. Ihr seht hier die Adresse, wo der Allround-Finder sich gerade befindet. Ihr seht den Akkustand und er hat tatsächlich immer noch 100%, trotz dieser 50 Kilometer Wanderung. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Also diese angegebenen 20 Tage Akkulaufzeit, die macht das Ding auf jeden Fall. Ihr braucht da keine Angst zu haben, dass wenn ihr irgendwie eine Woche unterwegs seid oder so, euch der Saft ausgeht. Das Ding ist wirklich gut. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, der Allround Finder liegt jetzt die ganze Zeit an einem Platz. Das heißt, ich bewege ihn nicht und das heißt, er trackt keine Daten. Ihr seht hier im Bereich Informationen auf dieser Kachel die letzte Aktualisierung. Die war am 4.3.21, sprich heute, um 16:56 Uhr. Man muss aber dazu auch wissen, wenn der Allround Finder nicht in Bewegung ist, dann aktualisiert er sich nicht ständig. Das heißt, ihr bekommt, wenn er jetzt starr auf einem Platz liegt, logischerweise immer nur den letzten Standort angezeigt. Und daher habt ihr hier auch keine Aktualisierung. Letzte Geschwindigkeit 0 km/h, das passt soweit. Hier sehen wir nochmal die Entfernungen der letzten 30 Tage, der letzten 7 Tage und der letzten 24 Stunden. Das passt alles soweit. Noch eine kurze Erklärung zu der großen Entfernung der letzten 30 Tage. Da ich ja die Firma vorab angeschrieben habe, haben die den Allround Finder schon aktiviert. Und das heißt, die 631 Kilometer beinhalten auch den Postversand. So, weiter haben wir hier nichts zu sehen. Bam, 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 bam. Wo waren wir jetzt? Bei Statistiken. Jetzt machen wir mal Geräteverwaltung. Hier kann man halt noch so ein paar Kleinigkeiten einstellen. Was weiß ich, ich kann hier einen Pfeil auswählen oder einen Kreis, die Maßeinheit festlegen, den Kartenstil. Da habe ich einmal die Pi Maps, die Pi Hill Karten oder Open Street Maps. Und hier habt ihr noch so ein paar verschiedene Möglichkeiten, alles sehr, sehr selbsterklärend. Hier unten kann ich nochmal die Tracking-Daten für die Geräte löschen oder die Benachrichtigungen für die Geräte. So, hier haben wir dann die Einstellungen extra für mich. Ich kann meinen Namen eintragen, ich kann mir eine Farbe zuweisen. Ich kann ein eigenes Bild einfügen und hier unten dieses Teilen ist ganz, ganz wichtig. Das solltet ihr nämlich nutzen, wenn ihr zum Beispiel eine Wanderung plant oder euer Kind losschicken wollt oder was auch immer machen wollt. Ihr solltet vorher diese E-Mail-Adresse mit der Person teilen, die ja sozusagen euer Backup ist, die auf euch aufpassen soll. Denn anhand dieses Links hat die Person dann die Möglichkeit, euch jederzeit in Echtzeit auf der Karte zu verfolgen. Hier haben wir die Feinderkennung und die letzte Aufzeichnung und, und. Dann gucken wir mal nach der Alarmzusammenfassung. Das ist sehr interessant. Ihr könnt hier Alarmempfänger eintragen. Ich habe mich selber eingetragen, damit ich auch weiß, wenn ich in Not bin. Ihr könnt hier noch zwei andere E-Mail-Adressen eintragen.
von Leuten, die eben benachrichtigt werden sollen, wenn ihr in Gefahr seid. Sprich, wenn ich jetzt die SOS-Taste drücke, dann erscheint da gleich ein Alarm. Ich drücke sie jetzt mal für 3 Sekunden. Und ich weiß nicht, ob ihr mein Handy klingeln gehört habt. Hier kam gerade die Meldung über einen SOS-Alarm. Ich blende euch das gerade mal ein. Und jetzt habe ich zeitgleich auch noch eine E-Mail bekommen. Ja, ich mache euch einfach einen Screenshot davon. Vergleicht die Uhrzeiten. Ihr seht, der Empfang bzw. das Versenden von Nachrichten geht sehr, sehr schnell. Hier unten könnt ihr noch so Alarmzusammenfassungen euch ausgeben lassen als CSV-Datei. Ihr könnt das einfach kopieren. Ihr könnt eine Excel-Liste erstellen oder ein PDF. Da haben wir hier einmal Bereich Betreten, Verlassen Alarm, Batteriealarm und den Erschütterungsalarm. Hier ist schon einer drin. Ich habe das ausprobiert. Hier seht ihr jetzt meine SOS-Alarme. Auch hier haben wir eine Aufzeichnung von den bereits getesteten Alarmen. Dann haben wir hier einen Geschwindigkeitsalarm, einen Zündungsalarm. Das ist eben tatsächlich dafür gedacht, wenn ihr jetzt den Finder an eine Autobatterie anklemmt, dann wird er euch eine Mitteilung machen, wenn da jemand euer Auto anlässt und ihr das nicht wollt. Und hier haben wir nochmal einen Stromunterbrechungsalarm. Wenn euch zum Beispiel jemand den Motor des Autos einfach klaut und den Finder von der Batterie löst. Das war die Alarmzusammenfassung. Dann können wir hier noch mein Portalkonto angucken. Das machen wir auch mal ganz schnell. Also im Grunde genommen brauche ich erstmal Deutsch. Im Grunde genommen ist es nicht viel anders als die Sachen in der App. Ich möchte euch aber gerne noch die Abo-Preise sagen. Natürlich braucht ihr hier ein Abo, denn hier ist eine SIM-Karte verbaut. Ihr braucht da keine extra Verbindungsgebühren mehr zu bezahlen oder was auch immer. Ihr braucht, ach, jetzt habe ich hier schon wieder Englisch. Ihr braucht einfach nur, ich glaube, 5 Euro im Monat zu bezahlen. Und weitere Kosten kommen nicht auf euch zu. So. Hier haben wir jetzt die ganzen Abo-Möglichkeiten. Also nochmal zusammengefasst. Ihr bezahlt 50 Euro für den Finder und plus entweder 5 Euro, wenn ihr das Abo monatlich machen möchtet, oder 14 Euro, wenn ihr das für 3 Monate machen wollt, oder 50 Euro, wenn ihr das Ganze für ein Jahr abschließt. Die Kündigung ist sehr, sehr einfach. Alles ist gut, alles ist schön. Hier haben wir nochmal eine Erklärung, warum ist es notwendig, ein Abo abzuschließen. Und da steht eben nochmal, die SIM-Karte ist es. Ja, so viel dann dazu. Und dann gehen wir hier nochmal weiter. Hier oben haben wir noch so, ach, jetzt bin ich wieder auf der Karte, hier oben haben wir noch so 3 kleine Striche, auch das Optionsmenü genannt. Ihr seht hier nochmal so eine Schnellzusammenfassung, letzte Daten, also Akku ist immer noch voll, das Ding bewegt sich nicht. Wir können hier unseren Standpunkt auch ganz einfach auf Google Maps ansehen. Ich zeige euch das ganz kurz für alle, die noch kein Google Maps gesehen haben. Da ist er. Und was haben wir hier? Genau wieder die nächstgelegene Position. Der Gerätestatus ist online.
Und dann können wir uns Strecken angucken. So, ich habe euch vorhin gesagt, ich habe den Allround Finder jetzt nicht jeden Tag bei mir dabei. Nicht, dass ihr denkt, ich bin hier irgendwie total faul. Aber ich möchte euch natürlich nochmal zeigen, wie eine getrackte Strecke aussieht. Und dann nehmen wir hier wieder den 27. Februar. Setze Daten. Und wir sehen die von mir gewanderte Strecke. Ihr seht, ich bin von zu Hause losgelaufen. Und die Strecke stimmt übrigens total. Also ich habe mir das natürlich schon mal genauer angeschaut. Na. Also, hier bin ich lang gelaufen. Alle meine gewanderten Strecken findet ihr wie immer auch bei Komoot. Die Gesamtlänge, da muss ich sagen, gab es kleine Differenzen. Also, Komoot hat 53,2 Kilometer angezeigt. Meine Uhr hat 53,02 Kilometer angezeigt. Und der Pi Allround Finder hat mir 52,24 Kilometer angezeigt. Aber ihr seht, wir haben da eine Abweichung von rund 700 Metern oder lass es 800 sein. Das ist absolut im Rahmen. Also alles bestens. Alles gut. Ich habe jetzt auch, das wollte ich euch noch zeigen. Ihr seht hier die ganzen kleinen Pausen. Man kann einstellen, dass Pausen auch in der Karte vermerkt werden. Hier bin ich nämlich gerade zu diesem schönen Fängersee gekommen und habe da direkt eine Pause gemacht. Und sehr, sehr zuverlässig hat der Pi GPS Allround Finder auch diese Pause erfasst. Ihr seht, die Pause war genau 13 Minuten 45. Das passt alles wirklich super gut. Das kommt perfekt hin. So. Jetzt gucken wir hier mal so ein paar Wegdaten an. 4 Kilometer, es war ein sehr schmaler Weg. Ich hatte gerade Pause gemacht. Wer viel läuft, weiß, wie das funktioniert. Ich muss mal hier von diesem See weg, weil ich war am Ende dann wieder schneller. Ja, 2 km/h, 7 km/h. 2 km/h, 2 km/h, 6 km/h. Also, ihr seht, er misst permanent eure Geschwindigkeit. Ihr seht genau, am 27. Februar 2021 um 14:20 Uhr war ich in Bruchmühle und ihr könnt euch auch diese Route nochmal bei Google Maps anzeigen lassen, wenn euch das denn beliebt. Da ist sie. Ach nee, das ist tatsächlich nur die Route. Oh sorry, das ist tatsächlich nur die Route von meinem Standort bis dahin. Aber trotzdem, die Route ist ja getrackt. Alles ist sehr gut. Ihr seht auch hier unten einen Zahlenbereich. Das heißt, man hat immer alles perfekt im Blick. Man sieht, wann, was, wo passiert ist und genau darauf kommt es nämlich an. So, was kann ich euch noch zeigen? Wie gesagt, ihr könnt hier verschiedene Datumsbereiche taggenau festlegen. Das heißt, ihr könnt wirklich die komplette Überwachung da ansehen. Dann haben wir hier die Alarmeinstellungen. Man hat die Möglichkeit, diesen SOS-Knopf an der Seite auch nochmal zu deaktivieren bzw. zu aktivieren. Oder auch eine schwache Batteriewarnung. Das heißt, ich weiß nicht, bei wie viel Prozent das losgeht, weil wie gesagt, ich habe das Ding erst einmal aufgeladen. Auf jeden Fall werdet ihr informiert.
wenn der Akku fast leer ist. Hier haben wir dann noch die Möglichkeit, einen Erschütterungsalarm zu aktivieren. Wird der Finder erschüttert, sendet dieser einen Alarm an das Finder-Portal. Okay, man wird also auch noch öfter benachrichtigt. Wenn man irgendwie verschütt ist, muss man 10 Minuten ohne Bewegung an einem Standpunkt liegen bleiben, damit der Alarm automatisch wieder eingeschaltet wird. Dann haben wir hier einen Geschwindigkeitsalarm. Den aktiviere ich auch mal. Ihr seht, ihr habt hier also die Möglichkeit, ab einer bestimmten kmh-Zahl einen Alarm erklingen zu lassen. Und Bereich betreten und verlassen, das aktivieren wir auch mal. Und hier hat man dann die Möglichkeit, einen Kreis, ein Rechteck oder ein Polygon auf eine Landkarte zu ziehen. Ich zeige euch das mal eben schnell. Ach, hier ist es ja schon, genau. So, da bin ich, da ist mein Kreis und jetzt kann ich hier mit zwei Fingern diesen Kreis größer oder kleiner ziehen. Das geht alles sehr, sehr gut. Oder ein Polygon. Das heißt, ich kann das hier hinziehen, wo ich will. Das heißt, ihr könnt euch sehr, sehr genau den jeweiligen Bereich aussuchen. Oder ein Rechteck haben wir noch. Was natürlich auch in der Größe variabel ist. Da ich das nicht brauche, mache ich das mal lieber wieder auf. So, Freunde, jetzt möchte ich euch natürlich noch mein Fazit zum Pi GPS Allround Finder sagen. Für mich ist das aus der Produktpalette der ideale Begleiter. Er hat sich bewährt über 53 Kilometer, auch gerne mal im Wald. Meine Frau konnte mich immer sehen. Ich kann die Strecke im Nachhinein nachvollziehen. Die Alarme funktionieren. Die Akkulaufzeit ist total lang. Packt euch das Ding einfach in den Rucksack und ihr seid immer gesaved, auch wenn ihr wirklich mal alleine wandern geht. Wenn ihr irgendwo übernachten geht. Von mir aus auch, wenn ihr abends feiern geht in irgendwelche Discos, damit eure Eltern wissen, wo ihr seid. Ihr könnt Gegenstände damit schützen, euer Auto. Wenn es geklaut wird, habt ihr den Finder irgendwo liegen. Ihr seht genau, mein Auto ist jetzt da und da. Schickt da mal die Polizei hin. Packt es eurem Kind in den Schulranzen, in den Rucksack auf dem Weg zur Schule. Packt es in Pakete, wenn ihr sehen wollt, wo die Deutsche Post Pause macht oder was auch immer. Von mir gibt es dafür eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Ich finde das Ding wirklich super gut. Die Abo-Modelle sind klar und einfach zu verstehen. Es gibt da keine versteckten Kosten. Es ist eine sehr ehrliche Sache. Wir haben hier eine Firma aus Deutschland. Und ihr braucht daher auch keine Angst zu haben, dass eure Daten irgendwie in Gefahr sind oder irgendwo abgegriffen werden. Datenschutz und alles ist beachtet. Kurzum, ich finde das Ding total gut und kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. So, Freunde, wenn ihr Fragen zu dem Ding habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Hilfestellungen beim Einrichten benötigt oder was auch immer, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram oder schreibt mir, wo ihr wollt. Auf jeden Fall kauft euch das Ding. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.